Joho, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Mario Party. Bevor das hier losgeht, muss ich euch leider was gestehen, und zwar, ich bin diese Runde komplett alleine. Aber an sich gar kein so großes Problem, denn die Runde ist eh so ein bisschen kleiner. Wir sind jetzt gerade im 10 von 24 Leuten und ich gebe jetzt einfach mal /start ein. Dann geht diese Sache nämlich auch hoffentlich irgendwie... Oh nee, die geht glaube ich nicht los. Geht die los? Ich glaube, die geht nicht los, weil da noch zwei Spieler fehlen. Vielleicht kommt doch einer rechtzeitig rein. Komm. Alter, es fehlt noch ein Spieler. Ist das dein fucking Ernst? Oh, jetzt kann's losgehen. Sehr geil. Ey, ihr glaubt nicht, wie lange ich in der Lobby schon warte, um diese Runde für euch noch zustande zu bekommen. Aber ich glaube, das sollte funktionieren. Ja. Wundervoll. Vorher im Livestream hat's leider so ein bisschen geruckelt hier ab und zu mal. Da hatte der Server irgendwie ein paar Probleme oder so. Ansonsten ist Cytoxian ja relativ zuverlässig in letzter Zeit, auch was Upgrades und so ein Zeug angeht. Beziehungsweise Erneuerung. Ich bin allerdings nicht zuverlässig im Würfelglück. Nein, ich würfel einfach mal eine fucking 2. Das ist nicht nur lächerlich, das ist schon peinlich. Aber heute mal eine Runde alleine. Ich dachte mir, ey, du hast Mario Party schon mit so Legenden der Minecraft-Szene wie Paluten oder Sturmwaffe gespielt. Dann kannst du heute auch einfach mal selbst eine Runde hochladen. So ganz alleine, so mit dir selbst. Und mal schauen, wie das funktioniert. Und jetzt ist halt mal so eine kleine, schnucklige Runde mit 12, 13 Leuten war es jetzt, glaube ich, am Ende. Deswegen, das ist einfach auch mal so eine ganz nette Nummer, weißt du, das kann man auch mal ausprobieren und das ist ja eines der Spiele, in denen ich immer recht flott unterwegs bin, das heißt, wenn hier jetzt nicht groß was schief läuft, sollte das doch gut laufen. Ich bin ein bisschen angespannt immer hier, weil ich neige dazu, ein bisschen zu weit zu gehen, beziehungsweise manchmal auch nicht weit genug, aber das sieht gut aus, sehr schön, zumindest auf dem zweiten Platz. Nur Jona MTB, ich wollte gerade noch GG schreiben, aber komm, wenn ich aufnehme, dann schreibe ich einfach kein GG rein. Das ist okay. So, und jetzt warte mal. Zumindest eine 4. Ich bin immer so angespannt, wenn ich würfel. Ich bin immer echt angespannt, weil ich habe immer noch nicht zu 100% den Trick raus. Na gut, zusammengerechnet ist das eine 6, damit kann ich leben. Damit kann ich arbeiten, wie das damals mein Großvater sagte, als er eine Bombe baute und die dann kaputt ging. Ja, genau so war das. TNT-Run, versuche so lange wie möglich auf der Plattform zu stehen. Ach, ist auch mal schön. Ich finde eigentlich, der Modus ist so ein bisschen so einer, da kann man einfach so ein bisschen blumig vor sich hinlabern. Ich meine, nicht, dass ich sonst seriös vor mich hinlabern würde. Ich meine, wo denkt ihr hin? Aber irgendwie mag ich das gerade eben. Ich dachte mir so, ey, ich habe diese Woche auf dem Channel noch kein Mario Party gebracht. Ich würde gerne Mario Party bringen. Und deswegen habe ich mich hier einfach hingesetzt und... Da wollte mich gerade einer ausspielen, das fand ich jetzt nicht so cool. Aber wenn man so die ersten 1-2 Minuten beim TNT-Run irgendwie übersteht, dann hat man meistens gute Karten, nicht mehr groß auszuscheiden. Weil sobald es dann zu einem Jump'n'Run wird sozusagen, habe ich da ehrlich gesagt nicht mehr so die größten Probleme mit. Also bin dann jedenfalls deutlich sicherer in dem... was ich tue, in dem, wo ich rumspringe, in dem allgemeinen Zeugs, Dings, darum's da. Ich suche mir dann so einen Weg aus, weißt du, und dann verfolge ich einfach genau diesen Weg. Denn dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg, sag mal, rennen die gerade alle auf mich zu? Oh, no shit, Digga, no shit, verdammt. Und es war noch wie viel drin? Bin ich zumindest Dritter? Nee, bin ich nicht, da drüben rennt auch noch einer rum. Ach, schade. Da ist auch gerade noch irgendwie so ein Supporter mit drin.
der sich auch sogar darüber gefreut hat, dass ich hier auf dem Server drauf bin. Also ich finde den Server eigentlich ganz nett. Ich spiele zwar auch nur Mario Party drauf, aber das zumindest ist scheiße. Scheiße, das zumindest ist scheiße, ja? Nein, das zumindest ist sehr, sehr cool. Ich spiele den Modus auch sehr gerne, auch wenn, wenn es doof ist, wenn man eine 2 würfelt, weißt du? Dann ist das so ein bisschen, dann geht einem einfach so dezent der Hut hoch. Oder alternativ auch der Uhu. Guck mal hier, wenn einem der Uhu hochgeht, dann sieht das so aus. Ja, fragt nicht, warum ich die Tasse hier rumstehen habe. So, stell ich mal wieder weg hier. Moorhuhn. Okay, alles klar. Jetzt wird gemoorhuhnt. Will ich mal gucken, ob das hier denn irgendwie so ein bisschen anständig funktioniert und wie das läuft hier so mit dem Moorhuhnen. Lasst uns Moorhuhnen. Moorhuhn, 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 Moorhuhn. Oh! Sehr geil. Ich konzentriere mich erstmal so ein bisschen auf die Piggies. Hat das getroffen, meiner? Nee, hat er nicht. Okay, vielleicht doch nicht auf die Piggies konzentrieren, sondern doch so ein bisschen auf die richtigen Moorhühner. Alter, hier sind aber schon so ein paar kleine Rabauken drunter. Das merke ich denen direkt an. Schön ist, dass es jetzt echt nicht mehr ruckelt. Vorher im Livestream war das ein bisschen kritisch hin und wieder mal. Alter, das kann doch nicht angehen, dass ich hier die scheiß Kuh nicht mitnehmen kann. So, aber das Schwein, ne? Auch. So, alles klar. Konzentration. Moorhuhn ist ein schönes Spiel. Ja, im Livestream war das sowieso, da gibt's dann immer so Hampel. Weiß immer nicht, ob ich das in Videos erzählen soll, aber richte ich sie halt öffentlich hin. Nee, da gibt's immer so Hampel, die stellen sich dann so vor ein bei dem Modus, weil sie es lustig finden, wenn man im Livestream nichts mehr sieht. Hab mir schon überlegt, ob ich die dann irgendwann bei den Leuten von Cytoxian einfach mal reporte und sage, du Leute, wenn er das aber weitermacht, ne, dann kommt aber die Tante Berda und lutscht euch die Klöten. So, ist halt immer super doof, wenn man bei dem Modus hier jemanden nicht so spielen lässt, wie er spielen möchte oder wie er spielen kann. Und ihr seht, gerade eben labere ich eigentlich nur irgendeinen etwas zusammenhanglosen Stuss zusammen, was daran liegt, dass ich gerne gewinnen würde, aber glaube ich zu langsam dafür bin. Obwohl, zweiter Platz sehe ich gerade, habe gerade nach links geschielt. Das sieht gut aus. Wenn ich da jetzt dranbleibe, dann könnte das sogar meine Kuh, nicht deine Kuh, dann halt deine Kuh, könnte das sogar was werden. Ist halt immer so wichtig, ne, die Kombination zu halten. Du musst halt schon so ein paar dritter Platz nur. Ah, da wollte ich jetzt gerade noch so Profi-Tipps abgeben, aber habe mich selbst nicht mit Glanz und Gloria bespritzt, wie das damals Schwanzus. Danke, danke schön. Schwanzus, Longus, schmeiß den Burschen auf den Poten. Hussa, zumindest irgendwie eine 6 schon wieder, ey. Das ist doch echt okay. Wo bin ich? Nicht auf dem, super, auf keinem der ersten drei Plätze, du. Nur auf dem vierten, das ist doch echt traurig. Jetzt spiele ich schon natürlich eigentlich heimlich mit extra wenig Leuten, damit ich da irgendwie was rocken kann. Gun Game heißt das nächste Minispiel. Boah, ich mag das gerade voll. Mir macht das gerade voll Spaß hier. Also nicht, dass die Aufnahmen mit anderen Leuten zusammen scheiße waren. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber war eigentlich immer eher so ein Modus, wo ich mir gedacht habe, alleine aufnehmen geht bei dem gar nicht klar. Ebenso wie das dieser Hobo irgendwas nichts anderes macht als so. Hallo, ich habe eine Eisentaufel. Eisentaufel, super Eisentaufel. Gleich wieder weg, Eisentaufel. So, Freundchen, du hast auch eine Eisenschaufel, ne? Ey, was geht denn bei ihm ab, ne? Und natürlich auf mich drauf. Natürlich. Das ist ja wohl echt, der hat wohl echt einen Haken, Alter, links auf dem Poppes. Und der hat ein Diaschwert. Ich glaube, ihm geht einer senkrecht. Da rennt er immer noch rum mit seinem Diaschwert. Der ist da echt ein qualdiger Spitzbub, du. Da kommen meine. Ey, das ist ja wohl. Ich hab den jetzt 4-mal gehittet. Also normalerweise bist du da selbst mit einem. Wie viel Leben muss denn der noch haben? Ach nö, ich bin auf dem Letzten. Ich bin auf dem Letzten, hast du das gehört? Schau mal wieder, ne? PvP-Modus. Kedos schlägt wieder zu, rockt wieder die Scheiße weg. Am Laufe der Band, so muss es aussehen. Jetzt rennt er nur mit einem halben Herz hier rum. Oh, hä, wie habe ich es auf dem dritten Platz geschafft? Okay, ich habe keine Ahnung, wieso. Hussa! Nein! Wieso? Jedes Mal. Ich muss meine Würfelskills wieder kriegen. Manchmal gibt es so Runden, da läuft es wie Shit, aber zumindest eine 4 zusammengerechnet. Kann ich mitarbeiten, Leute. Würfeln ist echt so ein Ding. Und vor allem, wenn ab und zu dieser Würfelcounter ruckelt, das passiert halt ab und zu mal. Selbst bei der 1.8, dann könnte ich immer so im Dreieck kotzen. Einfach so richtig so. Weißt du, wäre da so ein Punkt, da ein Punkt, da bin ich so. Im Dreieck halt gekotzt eben. So, Spleef. Hätte ich gerade fast nicht mitbekommen, aber jetzt bin ich voll da. Hier, guck mal dir diesen geilen grünen Pilz an. Das ist ein unglaublich geiler grüner Pilz. Oh, haben wir den fast. Oh, Alter, hier, da wird man ja gleich richtig voll genudelt. Ihr kommt mir nicht nach, ihr Rabauken, ihr dreckigen Rabauken, ihr seid mir wirklich unsympathisch. Rabaukt mich nicht so an, ihr Rabauken. Fallt runter, hier, ihr Rabauken. Oh, jetzt wird's ja gerade eben aber so ein bisschen, die Situation wird unangenehm, möchte ich mal
anmerken. Hier wirft gerade auch jemand mit Schneebällen noch auf mich. Ja, hua, ja, ja, huaha. Es ist manchmal besser, ein bisschen passiv zu spielen. Nicht so wie Mr. Cool hier, der einfach nur in der Ecke rumsteht und denkt, der wäre dadurch der absolute Oberboss. Alter, so, dann machen wir jetzt mal hier, da stressen wir mal so ein bisschen rüber. So, einfach mal so ein bisschen stressen, weißt du? Einfach dir mal so ein bisschen zeigen, ey, ich bin auch in der Runde, ne? Ich habe ebenso mein Vitamin C am Morgen in mich reingelutscht. Und dann ist das schon in Ordnung. Okay, wir sind jetzt noch nicht... Ich möchte unbedingt unter die... letzten drei. Denn es ist noch nicht vorbei. Doch, ist es. Aber dritter Platz, oder? Ist es dritter? Ich glaube, es ist der dritte Platz. Alter, der andere, dieser It's Time for Play, ist ultra knapp vor mir ausgeschieden. Also so richtig, richtig ultra knapp. Alter. Das war eine mies knappe Nummer hier gerade eben. Ansonsten hätte ich gar keinen Platz mehr machen können. Aber auch lustig, ne? Kaum fängt man an zu singen so, es ist noch nicht vorbei, leck mir mein linkes Ei. Haut's einen nach unten und man ist direkt am Boden der Gesellschaft angekommen, weiß gar nicht mehr, wohin mit seinem Life und das ist wirklich einfach nur sad. Und wie geht's euch hier so? Seid ihr alle gut drauf? Nachts um 1.12 Uhr? Sind sie hoffentlich alle gut drauf, oder? Ah, und da ist Yoda MTB rausgeflogen und TomChom hat das hier gewonnen. Es ist halt immer so, ich finde Mario Party ist immer wie so ein kleines Event. So diese ganzen Minispiele in einem. Eine 4. Eine 4 ist nicht gut genug. Eine 4 ist nicht gut genug für einen Kathos. Aber immerhin hier die 2, also wieder eine 6. Also zumindest ein dritter Platz. Ich habe es immer noch nicht auf den ersten Platz mal geschafft in der Mario Party Runde. Aber der dritte ist inzwischen schon öfters am Start gewesen. Wie gut sind denn die anderen bitte, frage ich mich gerade eben hier. Also, naja gut, wenn man nachts spielt, kann man auch davon ausgehen, dass, ne? Dass die meistens gut sind. Jetzt erstmal One in the Chamber. One in the Chamber, One in the Chamber. Wollen wir mal gucken, dass das alles so ein bisschen läuft hier, ne? Mit den geilen Pfeilen. Geile Pfeile schmecken richtig gut in der Hose. Da haben sie auch wieder, glaube ich, was verändert, weil ich hatte da das letzte Mal, wenn man gestorben ist, wurde das Spawn-Trappen nicht mehr so leicht gemacht. Aber das war irgendwie vorher im Livestream. Ich bin wie so ein Opa, ey, der andauernd nicht vom Bürgerkrieg erzählt, sondern hallo, meine lieben Freunde, vorher im Livestream. Ne, das war wirklich unglaublich, was da so passiert ist. Aber, oh, nee, 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 wow. Das war aber gerade eben eine ganz skillige Tour hier, habe ich nicht getroffen, schade, hätte auch mal irgendwie auch noch funktionieren können, hätte ich mich jetzt nicht groß beschwert. Komm schon, den trefft, oh, den trefft, komm schon, den trefft. Komm schon, den trefft, der trefft nicht. Alter, ich habe den doch gerade platt gemacht, warum bekomme ich keinen Pfeil? Frage ich euch, warum bekomme ich keinen Pfeil, wenn ich ihn platt mache? Okay, wurde ich auch noch getötet, hätte ich zwar mal den Pfeil noch rausholen können, aber hat nicht geklappt. Hat funktioniert. Ah, hat nicht funktioniert. Soße mit Ketchup-Senf. Hä, wo ist er hin? Wieso ist er tot? Ach, er wurde erschossen. Alter, wie ich das hasse, wenn ich so einen Pfeil raushole und ich merke so, nee, ey, der trifft gar nicht richtig. Dann werde ich immer sehr, sehr traurig, genau wie in der Situation hier. Oh Mann. Oh Mann. Wieso konnte meine Oma kein Panzer fahren? Oh Mann. Oma. Wieso konntest du keinen Panzer fahren? Ja, meine Oma konnte wirklich keinen Panzer fahren. Sad story. Ich habe sie immer wieder dazu angetrieben, dass sie doch bitte, bitte endlich den Panzerführerschein machen soll, weil da einfach der ganzen Familie geholfen hätte zu der Zeit damals, aber sie hätte ihn nicht gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Bis zuletzt. Ich kann... Wow! Das war ein Shot, ey. Das war ein Shot in die Phrasen, aber auf übelste Art und Weise. Oh, Alter, ich bin gerade noch... Komm, gib mir einen Kill, gib mir einen Kill. Gib mir einen Kill. Gib... Nein! Nein, 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 nein! Habt ihr gesehen? Oh, ich bin doch noch da. Ich dachte, ich wäre richtig knapp... Ich bin richtig knapp noch auf 8 Kills runter. Und gerade eben hat mich, wenn ich mich recht entsinne, mein... T, also das Alphabet, gerettet. Ey, ich muss mal besser würfeln. Das ist echt so mein Problem hier. Ich sag, ich muss besser würfeln und würfel eine 1. Alter, die sind echt alle ziemlich, ziemlich gut in der Runde hier. Also die sind echt alle ziemlich gut, weil ansonsten selbst mit so schlechten Würfelzahlen hat man trotzdem irgendwie noch die Chance, anständig drittplatzierter zu werden, ne? Oh, scheiße. Scheiße. Man darf nicht scheiße sagen, okay? Scheiße darf man erst sagen, wenn man 18 ist. Wartet, bis ihr 18 seid, bis ihr scheiße sagt. Vor allem nicht vor euren Eltern. Eure Eltern mögen das nicht, wenn ihr scheiße sagt.
Vor euren Eltern müsst ihr immer nett sein. Immer freundlich, habt Respekt. Okay, was mache ich jetzt? Einfach stehen bleiben und damit auf den dritten Platz kommen. Ne, kann halt auch ab und zu irgendwie funktionieren. Ich sehe die 3 und ich drück drauf und ich denke, der Würfel geht noch weiter. Ich muss jetzt echt immer erst drücken, wenn ich die 4 sehe oder die 5. Oh, Mann. Ist Supporter hier sowas wie Admin oder wie Mod? Ich glaube schon. Also kann ich mir gut vorstellen. Das ist doch nicht zu fassen. Es sind auch ein paar aus der Runde raus. Ich bin im Mittelfeld. Das ist hier die absolute Elite-Runde, die hier stattfindet. Nächtliche Elite-Runde, möchte ich das mal nennen. Und jetzt auch noch Hot Potato. So eines der Spiele, bei denen... Stimmt, da haben sie auch was geändert, wenn ich mich recht entsinne, dass man nämlich hier nicht mehr hoch kann auf den Baum. Ihr seht, das ist so ein kleines Mario Party Update-Video irgendwie noch zwischendrin. Jetzt muss ich halt nur gucken, dass ich der Hot... Boah, da ist einer. Dass ich der Hot Potato weiter ausweich. Okay, da ist sie wieder. Da muss man halt echt so ein bisschen gucken, ne? Bisschen gucken, wo knallt. Oh, da knallt. Da hat's gerade geknallt, Leute, falls ihr es nicht bemerkt habt. Da hat's gerade ganz gewaltig geknallt. Oh mein Gott. Oh, da knallt, da knallt, da knallt. Da knallt. Hä? Ernsthaft? Hat's mich gerade eben in der letzten Millisekunde... Hey, das ist voll die verrückte Runde. Entweder gewinne ich in letzter Millisekunde, so wie bei TNT Run oder Spleef, eins von beidem, oder ich sterbe einfach in letzter Sekunde. Beides ist halt eher semi-geil. Ja, semi-geil bedeutet halt eher nicht so geil. Finde ich. Ich finde es halt wirklich, wirklich, wirklich traurig. So, jetzt. Jetzt, früher war das immer so, ich schwör's euch, Leute, ich schwör's euch, früher war das immer so, wenn man auf die 4 gedrückt hat, kamen 6, also immer so, man hat auf das gedrückt und man hat das bekommen, was zwei Dinger später kam und nicht irgendwie das, was dann direkt kam, wenn man drauf drückt. Vielleicht wurde das Würfelsystem ein bisschen verändert, ich weiß es nicht, trotzdem war es eine lustige kleine Runde, die jetzt natürlich ein bisschen kürzer ausgefallen ist. Oder was heißt eigentlich nicht, ne? Aber es waren halt nicht so viele Spieler, das wollte ich damit sagen. So eine etwas kleinere, kürzere, entspanntere Runde. Halloween-Musik ist immer noch auf Sidehoxen am Start. Aber damit konnte ich mal wieder beweisen, dass es noch lange, lange dauern wird, bis ich irgendwann mal Mario Party spiele und ohne Probleme den ersten Platz erreichen werde. Das ist halt immer auch noch irgendwo ein bisschen Glücksspiel, egal wie gut du diesen Würfel verinnerlicht hast, egal wie gut du die Minispiele kannst. Niemand kann dir zu 100% versprechen, dass du bei Mario Party den ersten Platz machst. Trotz allem, mir hat Spaß gemacht und euch hoffentlich auch. Wenn dem so der Fall sein sollte, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich zumindest sehr freuen. Und wir sehen uns bei dem nächsten Video wieder. Tschüsschen.